Also die Ranglisten laufen super. Wir haben jetzt schon 12 Erwachsene und 14 Jugendliche und ich habe gerade nur einen Jugendlichen neu bekommen und nur einen Erwachsenen. Also ich score gleich noch weiter. Ich bin jetzt, es ist jetzt 11 ungefähr, 5. Ich habe mal schauen wollen, wie lange ich so brauche für das Scoring jeden Tag, also für das Eintragen von den Ranglisten. Also mit hier zwischendrin natürlich Fragen beantworten, Insta und so, weil ganz viele neue Leute kommen. Mit der Zeit weiß das dann jeder. Und weil natürlich jeder Eintrag, der komplett neu ist, komplett neu in alle Ranglisten eingeschichtet werden muss. Mit Spielern, die schon drin stehen, ist das ein bisschen einfacher. Aber ich habe braucht fast 4 Stunden. Aber das geht. Alles cool. So, und jetzt habe ich auch nebenher natürlich noch ein paar Highlights rausgezogen und ein paar Erklärungen zu den Ranglisten. Ich mache jetzt einfach irgendwie so ein Video zusammen. Also einmal wird Alting ganz gut erklärt oder zweimal. Dann habe ich Art Highlight, dann habe ich Art Fail, dann kommentiere ich das ein bisschen und dann... Egal, schaut es euch an. Viel Spaß, ciao. Jo, wir fangen an mit einem kleinen Highlight. Ich nehme das jetzt, wie es kommt. JDC Challenge, die Doppel auf 16, 17, 18, jeweils ein Dart. Und volle Runde, 3 Scores, perfekt gemacht. So, das nächste, was ich euch zeigen will, ist ein Spieler, der spielt richtig gut Darts. Man sieht es an seinem Segment. Aber man sieht es auch an den Darts, die er schmeißt. Nur unglaublicherweise ist das einzige Segment, das zerballert. Das Unicorn steht noch oben und die 20. Also das Board wurde noch nie gedreht. Es ist zwar Unicorn-Board, klar, die sehen schnell so aus, aber man sieht, die 19 und 20 ist ziemlich verhaut. Das ist der Luca aus unserer Rangliste. Ich schreibe ihn an, Luca. Du weißt schon, wie man sein Board dreht, oder? Und dann sagt er, ja, wir wollten das gleich machen. Und dann sage ich, ja, jetzt schon. Da geht doch noch was. Deswegen jetzt für den Luca. Hallo. Luca weiß offensichtlich, wie man sein Board dreht, hat er mir gesagt. Da geht doch noch was. Also, okay. Ich gebe ganz offen zu, bei meinem ersten Board, ihr könnt auf Insta gucken, da habe ich ein Foto von meinem ersten Board, diesem Gartenleague gemacht. In der 20 ist so ein riesen Bollen und der Rest ist super clean. Super geiles Board, nur die 20 war verballert. Warum? Weil ich nicht wusste, dass man es drehen kann. Ich habe dazu sogar ein Video gemacht für meinen YouTube-Channel von vor 2 Jahren. Das sollte eins meiner ersten Videos werden und dabei habe ich tatsächlich diese Klammern hier versucht rauszumachen mit der Zange. Weil ich mir dachte, boah, ich bin voll schlau, ich kann das doch drehen, ich muss das hier nur abmachen. Ich wusste nicht, dass dieser Ring hier nur eingesteckt ist. Und beim Abmachen hiervon ist mir der Ring rausgefallen und es fiel mir wie Schuppen von den Augen und ich dachte mir, nein, das ist so vorgesehen, dass man das drehen kann. Ich wusste nicht, dass die Hersteller so human sind und nicht wollen, dass du neue Boards kaufst, sondern echt einbauen, dass man das drehen kann und lang verwenden. Also mein erstes hatte ich hier einen Bollen, der Rest war super. Und jetzt drehe ich sie eigentlich so, wenn so ein paar Faserchen rauskommen, so wie hier. Hier, wenn da so ein paar Faserchen schon raus. Nicht dran ziehen. Wenn ihr da dran zieht, dann macht ihr die Stabilität sozusagen kaputt. Also lasst es so, wenn die Fasern da rausschauen. Je mehr man rauszieht, desto mehr kommen Fasern nach. Das ist keine gute Idee. Und von daher mache ich das nicht für den Luca, der weiß ja, wie man seine Scheibe dreht offensichtlich, sondern für alle anderen, die das nicht wissen. Denn ich wollte die eh drehen und ich habe jetzt Lukas ein Board gesehen und mir gedacht, okay Simon, da musst du was machen, das geht nicht. So, du nimmst das Round runter. Ich habe eine Blade 5 mit roter Lock. Das sind hier so Dinger drin, so Rädchen, die das an die Wand pressen. Das sind 3 Stück. Du musst sie nicht alle mega locker machen. Schau, du machst ein bisschen locker. Hängt noch hier drüben. Die Wand ist nicht ganz eben hier hinten. Deswegen ist das roter Lock auch ganz cool. Und dann ist es so, guckst du einmal von weiter weg, ob das cool ist. Dann roter lockst du das wieder fest. Oh, jetzt könnte ich sogar zum ersten Mal meinen Bullseye-Wasserwagen-Gedöner da reintun und genau wissen, ob es geil ist. Mache ich jetzt aber nicht. Ich mache das jetzt nach Augenmaß. Fest, dreht sich nicht mehr. Perfekt. Dann das Ding hier. Kannst du einfach nach oben rausholen. Ich muss sagen, bei meinem ersten Board war diese Zahl hier auch reingefressen in die Scheibe, wodurch man das nicht einfach so rausholen konnte. Deswegen kam ich da auch nicht sofort drauf. Holst du raus und dann machst du die 20 wieder oben hin. Kippst es überall hinten dran. Top. Fertig. So einfach geht es. Warte, Surround nochmal. Surround wiederum. Sache geritzt. Luca, lasst es nicht so weit kommen wie der Luca, auch wenn er wusste, wie man es dreht. Dreht es frühzeitig. Man kann es ja immer wieder weiter drehen, verstehst du? Man kann es ja gleichmäßig abnutzen. Also wenn der Draht sich schon enorm verbiegt und man das Feld schon kaum mehr erkennt und da kaum noch Sisalfasern drin sind, dann ist es ein Tick zu spät, aber man kann es noch machen. Also der Luca kann es jetzt drehen und dann die nächste Triple 20 quasi komplett verballern. Ja. So, hier sehen wir jetzt gleich
ein Shanghai auf der 16, was an sich nicht so besonders ist, aber guck mal, wie die reinfliegen. Hier gibt es immer wieder Kontroversen und dieser Spieler zieht die Darts ganz besonders gut raus. Guck mal, den hättest du nicht so ohne weiteres gewusst. Du hättest zwar gedacht, der ist Triple 16, aber guck, ganz knapp dran, macht er super. So müsst ihr es machen, dann kann ich alles sehen. So, als nächstes haben wir das Jugendranglistenspiel AC/DC. Bei dem Spiel muss man versuchen, niemals mit zwei aufeinanderfolgenden Darts die gleiche Farbe zu werfen auf dem Board. Er wirft hier weiß, rot, grün. Jetzt kommt die nächste Runde, aber da er gerade grün als letztes geworfen hat, darf er jetzt nicht grün werfen mit dem ersten Dart. Du hast vier verschiedene Farben außerhalb des Boards, also außerhalb der Doppel, zählt als schwarz. Darf man aber nur dreimal werfen, sonst könnte man das ja ständig machen. Hier wirft er weiß, schwarz. Weiß darf jetzt nicht mit weiß anfangen. Wenn du drei verschiedene Farben machst mit den drei Darts, jetzt fängt er mit schwarz an außerhalb, ist quasi der Safety-Schuss, darf man aber nur dreimal machen. Wenn man das beim vierten Mal macht, hat man verloren. Spielt schwarz, weiß, rot, hat wieder zwei Punkte. Drei verschiedene Farben mit drei Darts gibt zwei Punkte. Zwei verschiedene Farben gibt einen Punkt. Zum Beispiel jetzt spielt er nochmal außerhalb schwarz. Weiß, schwarz, weiß ist ein Punkt. Ne? Also, und jetzt weiß, schwarz, weiß darf er nicht mit weiß anfangen, sonst hat er sofort verloren. Also nicht verloren, aber das Spiel ist beendet und du trägst die Punkte ein, die du gemacht hast. Er hat es weiß getroffen, also jetzt hat er 6 Punkte, Spiel ist beendet. So geht also das Spiel AC/DC und jetzt erklärt der Kilian nochmal super gut in diesem Video, wie Spirale des Bösen geht. Und deswegen zeige ich euch das Video jetzt mal vom Kilian. 180. Der auch übrigens sehr gut spielt und in der Jugendrangliste relativ weit oben ist zurzeit. Jetzt nächste Runde kein Doppel. So, wie er hier schön sagt, nächste Runde kein Doppeltreffen, denn nach der ersten Runde, also ab Runde 2, sind die Doppel vom Bösen befallen, deswegen Spirale des Bösen, und sind zu. Wenn man sie trifft, verliert man sofort, kriegst auch keine Punkte, du hast das Spiel einfach verloren, musst nochmal neu anfangen. Ist die äußeren Einfachzahlen auch weg? Genau, ab Runde 3 sind auch die äußeren Single zu, die sind auch vom Bösen befallen. Darfst du nicht mehr reinwerfen, sonst hast du verloren. 60. So, genau. Jetzt sind auch die Triple zu. Das heißt, du darfst da auch nicht mehr reinwerfen. Du darfst nur noch über Bull und die Single daneben Punkte machen. 47. Jetzt sind die inneren Single-Zahlen weg. Genau, fünfte Runde sind die inneren Single auch zu. Du darfst sie aber noch treffen, ohne sofort verloren zu haben. Die Hardcore-Variante wäre, du darfst nur noch Bull treffen. Das 25. War mir aber zu krass. Jetzt muss ich das Board wieder frei spielen. So, Kilian hat es komplett verstanden, das Spiel. Ab Runde 6 muss man das Board wieder frei spielen. Jeder 25-Punkte-Treffer im Bull spielt einen Kreis frei. 0. Ja, und deswegen waren das gerade auch 0 Punkte. Wenn er den ersten Single-Bull getroffen hätte, wäre der innere Kreis frei gewesen. Er hätte punkten können. So kann er nicht punkten. 100, jetzt ist das Board wieder frei. Daher kann man in Runde 5 auch nur auf Bull punkten, weil die Single immer zu sind, auf jeden Fall. Ab der 6. Runde kann man beim ersten Dart die Single wieder aufmachen. Jetzt habe ich noch 3 Aufnahmen. Mit den 100 Punkten auf Bull gerade hat er alle Ringe wieder freigemacht. Das sind 4 Ringe, also braucht man 100 Punkte, um sie freizumachen. Das muss man auch schaffen. 100. Innerhalb der 10 Runden, die das Spiel dauert, denn sonst hat man verloren. 40. Ansonsten zählt übrigens alles, was man wirft, genauso wie beim ganz normalen Darts auch. Nur, dass eben die Felder nach der Reihe ausfallen und wenn man die trotzdem trifft, kann man verlieren und in der 5. kann man nur über Bull scoren. Und danach muss man erst wieder freimachen, sonst kann man nicht punkten. 55. Über Bull kann man immer punkten, ne? So, 10. Runde vorbei. Am Ende sind dann 767 Punkte. Das ist gerade Platz 1 und eine echte Hausnummer. Probiert es mal. Und dann noch unser drittes Spiel. Das vierte wäre die JDC Challenge. Die kennt ihr schon aus dem Jugendbereich. Das ist Stubenhocker. Er spielt hier Bullseye, Triple 20. Oh, und geht dann Bull. Hätte er Bullseye getroffen, hätte Triple 20 hier fünffach gezählt. Denn bei Stubenhocker muss der erste und der dritte Dart geben dir quasi Boni für deinen zweiten Dart, der dann zählt. Wenn du mit dem ersten und dritten Dart das gleiche Segment triffst, zählt der zweite Dart ganz normal. Wenn du nicht dasselbe Segment triffst, zählt der zweite Dart einfach nicht. Gibt keine Punkte. Man spielt dieses Spiel 8 Runden lang. Und wenn du Bull triffst mit dem ersten und dritten,
So wie hier zählt er fünffach. Der zählt jetzt quasi 100, weil er leider nur in 100 war. Der Spieler ist aber trotzdem hardcore drauf, denn er hat jetzt hier von 4 Würfen auf Bull dreimal Bullseye getroffen. Und das ist schon eine Hausnummer. Der ist erst seit heute dabei. Ich bin schon mega gespannt, was der noch abliefert. Die Jugendrangliste ist auf jeden Fall super, super krass. Und ich habe schon richtig Bock drauf, zu sehen, was da noch kommt. Es haben sich auch noch Leute angemeldet, oder die überlegen sich es gerade, die auch in der Weltrangliste ziemlich gut sind, also in der JDC-Weltrangliste momentan. Also ich glaube, da geht noch was. Ich glaube sogar, dass die Jugendlichen stärker sind als die Erwachsenen, wenn es so weitergeht. Also richtig, richtig geiles Zeug hier. Jo, schaut es euch an. Stubenhocker, AC/DC und Spirale des Bösen sind drei der Spiele, die die Jugendlichen machen. Das vierte ist die JDC-Challenge. Und bleibt auf dem Laufenden, schaut auf unsere Website und meldet euch auch an für die Rangliste, wenn ihr auch mitmachen wollt. Das Training ist nämlich abartig gut, glaubt's mir. Man pusht sich wirklich richtig gut. Jo, haut's rein, macht's es gut, tschüssi. Ah ja gut, jetzt haben wir noch zwei Aufnahmen. Da könnt ihr mal schauen, ob ihr das Prinzip verstanden habt. Dieser Spieler macht 400 Punkte. Also ihr könnt das ganze Video jetzt anschauen, zusammenzählen mit den Regeln, die ich gesagt habe. Die stehen auch auf der Website, die Regeln. Er doppel verdrippelt das Ganze, er trippel vervierfacht, Bull Bull verfünffacht und Bull Single Bull Kombinationen verdoppeln. Den Wert des zweiten Darts, der erste und der dritte Dart zählen keine Punkte. Die sind nur Multiplikatoren für den zweiten. So, das war's. Jetzt auch. Tschüssi. Nicht vergessen, Boards zu drehen.